Was haben wir denn hier? Bashmu. Ich kenne eigentlich nur Vishnu. Aber hey, da können wir ja auch mal und so, ne? Unser Glück versuchen. Immer das aufrechterhalten. Oh, 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 oh. Ich möchte gerne abhauen. Ah, die Anzeige hat erst unten gefehlt hier. Ah! Oh, schade. Haben wir verpasst. Tod in den Tiefen. Das sind keine Fischeier. Vorsteher der Tiefenwacht. Oh, toll. Was ist das hier? Die See sei euch gewogen. Ich schätze, das wär's doch. Denkt ihr, ihr könnt mithalten? Was haben wir hier? Was ist das hier? Was müssen wir hier machen? Östlicher verderbten Pylon. Ist der hier in der Höhle? Okay. Könnte sein. Ah, jetzt weiß ich auch, warum hier. Die komischen Götzenviecher. Ach, fuck. Ja, wenigstens gehen die gut down. Habe ja komplett vergessen, dass da vorne noch was war. Biau, 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 biau. So, sind die alle in Höhlen drinnen? Gefügiger Kultist. Beugt euch meinem Willen. Sehr schön. Okay, das hier geht nicht. Kann während des Schwimmens nicht genutzt werden. Schade. Oh nein. Oh, müssen wir da durch? Müssen wir da runter? Vergrabene Schatzkiste. Oh, die will ich haben. Die will ich haben. Also so vergraben sah die jetzt zwar nicht mehr aus, aber hat jemand ausgegraben und nicht mitgenommen. Da freue ich mich. So. Da unten haben wir dann den dritten und letzten. Verderbter Pylon, nicht wiederbelebender. Auf jeden Fall ein Pylon, darauf können wir uns einigen. Ihr seid zu spät. Ihr könnt die bevorstehende Flut.
Tja. Was kann man da bloß tun? Pam! Nimm das! So was, ach so, natürlich. Vorsteher Tiefenwacht. Nachbar, unser Meister wird euch holen. Ugnagwa. Umubulubu. Tja. Mabuto. Was ist das hier? Gefährliche Fracht. Da ist uns jemand auf den Fersen. Nein. Nicht Gedanken schinden. Ich muss mich meinem Onkel beweisen. Ich diene den Gezeiten. Wir töten alle Monster, die zu weit rauswagen. Gut gemacht, Kapitän. Je länger wir die Lage eingrenzen, desto mehr Zeit bleibt uns, um sie aufzuhalten. Die Gezeiten beruhigen sich anscheinend wieder. Vielleicht hat unser Freund ja Fortschritte gemacht. Nun, wir können es nur hoffen. Denn irgendwas anderes nähert sich. Okay. Mich hat noch kein Monster überlebt. Kommt wieder, wenn ihr bereit seid, mit dem Guru. Aufbruch bereit seid. Bin ich. Lasst uns eine Runde fliegen. Wink Gott. Oder Goth. Gott? Gott? Oder Gott? Gott. Wink Gott. Verleitet von Tiefenwachts dunklem Meister. Vielleicht ein zu großes Monster? Fick Gott. Für die Sturmtakler. Haltet Fick nicht Gott. Zurück, Sturmtakler. Gebt ihm alles, was ihr habt. Pam, 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 pam. So richtige Schnellfeuerkanone, das Ding hier. So, was haben wir noch? Mit ihr hier, mit Ingenieur. Mit alles Ingenieur. Auf Kurs bei euch. Feuer! Jetzt wird's spannend. Dann gehe ich lieber auch mal in Deckung, wenn er es tut. Zeit wieder mit uns jorgen. Nehmt jetzt einen Greifen zum Angelpunkt. Wir räumen hier auf. Zum Angelpunkt. Ach, da unten. Mhm. Okay. Okay. Der Angelpunkt und er steht meiner Obhut. Ich tue, was ich kann. Der Angelpunkt yeah. Ist hier. Ein sündhaft guter Plan. Tiefenwacht war ein kluger Mann, aber er hat bisher keine solche Macht besessen. Tiefenwacht. Intelligent war er immer. Aber mit solcher Magie hat er sich meines Wissens nie beschäftigt. Eine Kraft zu bändigen, die den Ozean in Dolch, solche bräuchte eine Schildhand. Jetzt muss ich heimkehren. Mein Onkel und seine Gezeitenweisen im Sturmsandtal wissen vielleicht mehr über diese dunkle Magie. Wir danken euch, Champion.
Ihr habt dieses Dorf gerettet und in mir neuen Mut entfacht. Albers und Terol sorgt dafür, dass der Angelpunkt sich erholt. Ihr hört bald von mir. Distanzzauberstab, Einhanddolch. Wird in Schildhand geführt. Das ist das hier. Nur wie wird es gerechnet? Ich habe jetzt hier 41. 42. Machen wir es einfach mal so. Bin mir echt nicht sicher. Genau. Wo waren jetzt die Troller hier? Das war die hier, oder? Nee. Ah, hier. Der Björn. Moin, moin. Immer schön auf da müssen wir, müssen ins Handelsdistrikt, ne? Wir müssen schon darüber. Was kann ich für euch tun? Uff, hier. Bisschen flott, weil da machen wir gerade noch das hier. Da mache ich eine kleine Pause. Dann gucken wir noch mal nach den hier, nach der Mission, der Schattenkrieg. Und dann mache ich auch eine kleine Pause. Ah. Haben wir schon fast wieder ein Level durch. Aber das hier hat mir echt gut gefallen. Die Questreihe hier. Also das Questgebiet, die Resgardesu, hat mir gut gefallen. Wir sind echt flott unterwegs. Nebelkippenküste. Küste. Der Forscher. Schmelzender Gletscher. Der wäre hier. Ah, hier oben, oder? Wäre gewesen. Mal gucken, wo wir als nächstes hingehen. Sturmsangtal oder Drustwar? Wobei Drust war, glaube ich, als letztes eher, oder? Da müssen wir ja nur nach irgendeinem wichtigen Adelspaar schauen. Und hier war das ja mit der ganzen Verschwörung und Intrigen und so. Betrug, Intrigen und sowas. Ich glaube, der versucht genau dasselbe wie ich heute. Will da hochkommen, schafft's aber nicht. Wunderbar. 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 Dann gehen wir nämlich gleich mal hier verschrotten. Müsste ja auch hier oben sein, wenn ich mich richtig erinnere, oder? Hier drinnen. So, weg, 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 weg. Das sind alles Sachen, die wir gebrauchen können noch. Zum Verkaufen und allem Möglichen. So. Alles andere können wir tatsächlich verkaufen. Aber erstmal noch hier rüber. Bah. Wunderschön. So, dass wir das ja auch mal den die Seebärenkekse gegessen haben. Das hier können wir auch mal. Das futtern wir irgendwie. Nee, das können. Futtern wir jetzt gleich. Weil sonst vergesse ich es wieder und dann. Ja. Hallender Schutz. So. Sehr schön. False Dad. Was
Das muss getan werden. Seht in die Schatten. So, Trupps ausrüsten. Wo? Bei wem? Gibt es Neuigkeiten? Bei ihr? Nein. Trupps befehligt. Was kann ich für euch tun? Es braucht schon einiges, um einen Nistgipfelgreifen runterzuholen. Wir kämpfen in den Schatten. Ah. Ah, okay. Schlaft stets mit einem offenen Auge. Ich hatte bemerkt, dass ihr zu mir hinübergesehen habt. Können wir hier? Nee, da müsste ich eigentlich wirklich auf die Trupps warten, oder? Oder auch nicht. Gut, dann hätte ich gesagt, ich mache mal kurz eine kleine, oder was heißt, kleine Aufnahmepause. Für heute mache ich eine Aufnahmepause. Es geht dann irgendwann wieder weiter. Also gut, dann vielen Dank fürs Zuschauen und bis später. Euer Sovak. Ciao. Hallo und herzlich willkommen zurück zu GTA 5. Hallo und herzlich willkommen wieder zurück zu World of Warcraft Battle for Azeroth. Ja, es geht weiter. Wir haben ja letztes Mal ein sündhaft guter Plan. Haben wir hier alles Story, Quests, Geschichtsstränge abgeschlossen. Und jetzt geht's weiter. Sturmsangtal oder Drustvar. Lord und Lady Kronsteig sind enge Verbündete des Hauses Brachtmeer. Untersucht ihr plötzliches Verschwinden und die beunruhigenden Gerüchte aus Drustvar. Die legendäre Flotte von Kul Tiras ist verschwunden. Sucht bei den zurückgezogenen Ozeanmystikern des Hauses Sturmsang nach Antworten. Okay, was wäre jetzt besser? Also Lord und Lady Kronsteig sind enge Verbündete des Hauses Brachtmeer. Also vielleicht könnten die uns weiterhelfen. Irgendwie. Mit irgendwas. Oder eine legendäre Flotte von Kul Tiras. Ich glaube, ganz ehrlich, ich glaube, wenn das wirklich eine legendäre Flotte ist, ich glaube, dann sollten wir wirklich mal nachsehen, was damit passiert ist und wer, wie die verschwinden konnten. Wie die verschwunden sind. Keine Sorge, Carsten. Ich kann auf mich aufpassen. Außerdem ist der Allianzabgesandte bei mir. So. Ich würde euch ja auf Sturmherz reiten lassen, aber die Gezeitenweisen gestatten Besuche nur per Boot. Ah, okay. Die meisten hier verehren die See wie andere das Licht. Sturmsangtal, bitte. Ich wünschte, ihr könntet die Flotte sehen. Ich glaube, selbst jemand, der so viel gesehen hat wie ihr, wäre erstaunt. Aber genießen hohes Ansehen in Kul Tiras. An Bord unserer größten Schiffe ist immer ein Gezeitenweiser, um den Sturm und hohe See zu navigieren und die Segel zu füllen. Derzeit scheint keiner zu wissen, warum die Flotte noch nicht zurück ist. Man sagt, die Gezeitenweisen hätten ihre Magie verloren. Aber ich glaube, das sind nur Ränkespiele wie bei Aschenwind. Okay. So oder so brauchen wir die Hilfe der Gezeitenweisen. Jetzt. Mehr als je zuvor. Aschenwind-Docks. Nicht nur, um die Flotte heimzuholen, sondern um Kul Tiras zu heilen. Von der Infektion, wie Carsten sagen würde. Ja. Dann machen wir uns doch jetzt mal auf den Weg. Und gucken. Die verschollene Flotte. Die Sturmsangabtei. Ah, okay. Wie ist die Lage? Die Pflicht hoch. Irgendjemand hier muss etwas wissen. Mhm. Eine ganze Flotte geht nicht einfach verloren. Ganz genau. Ihr dort, wer hat hier das Sagen? Wir garantieren eurem Schiff sicheres Geleit. Wenn der Preis stimmt. Ihr seid beinahe so unausstehlich wie Bruder Allen. Also, ist das jetzt ein Nein? Okay, wo ist der? Wie kommt man da hin? Öffnet eure Seelen den Zeiten. Schwester Cecilia. Wahrheit. Wieso geht ihr nicht allen auf die Nerven, wenn ihr hier eure Zeit verschwenden wollt? Wenn ihr euch so anstellt, machen wir vielleicht genau das. Okay, müssen wir hier nach oben? Nee. Okay. Müssen wir hier nach unten?
Nope. Negativ. Ja, okay. Vielleicht müssen wir auch nur hier hinter. Wer ist das denn hier? Bruder Dres. Dres. Stabilisiere ich den Rest. Gemeinsam können wir Kultiras vereinen. Das hier gefällt mir gar nicht. Die Gezeitenweisen verfügen über eine der vollständigsten Bibliotheken auf der ganzen Welt. Ich wette, wir werden unseren Archivar dort finden. Wunderbar. Archivar, wunderbar.